Herzlich willkommen bei Lauf des Lebens. Heute vom Habicht in Tirol auf 3200 Meter Höhe. Unsere Wanderung auf den Habicht ging insgesamt 2 Tage und nach einer Nacht auf der Innsbrucker Hütte haben wir dann früh morgens gleich den Sturm auf den Gipfel gestartet. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, das in 2 Tagen zu laufen, denn alleine der Anstieg auf die Innsbrucker Hütte auf 2369 Meter wird mit 5 Stunden angegeben. Die ersten Kehren von der Innsbrucker Hütte weg sind noch alpine Wanderwege und dann gelangt man schon in felsiges Gelände und hier gibt es auch Sicherungen mit Stahlseilen. Und bei diesen Sicherungen ist es wichtig, sich immer mit einer Hand festzuhalten. Immer eine Hand am Seil, Bro. Der Habicht gilt als 3000er mit Weg. Das heißt, er ist der ideale Berg für motivierte Sportler, die noch nicht die Profi-Bergsteiger sind, aber gerne mal so ein Bergsteigerabenteuer erleben wollen. Bei diesem Aufstieg auf die 3277 Meter sollte man auf jeden Fall über eine sehr gute Ausdauer verfügen und auch schwindelfrei sein. Zum einen gibt es da eben diese Hänge, bei denen man sich an diesen Stahlsicherungen festhalten muss. Dann gibt es wiederum Geröllhänge und am meisten Respekt hatte ich vor diesen schmalen Graten, bei denen man einfach sieht, dass es rechts und links einfach sehr tief hinunter geht. Der letzte Teil des Habichts ist teilweise vergletschert. Das heißt, dass man seine Trinkflasche mit erfrischendem Gletscherwasser auffüllen kann. Was gibt es Erfrischenderes als Gletscherwasser? Und so dubiose Gletscherspalten oder so ein Scheiß gibt es da nicht. Ja, super. Meine Sorge um Gletscherspalten war nicht gerechtfertigt. Der Gletscher des Habichts gilt tatsächlich als gletscherspaltenfrei. Es gibt auch am Gletscher vorgegebene sichere Pfade, an die man sich halten soll. Krass, wir sind jetzt schon über 3000 Meter Höhenmeter und das hier ist der letzte Anstieg vor dem Gipfel, hoffentlich. Den letzten Anstieg auf den Gipfel rauf empfand ich persönlich als den schwierigsten. Hier ist es wahnsinnig wichtig, dass man schaut, ob gerade jemand von der anderen Seite entgegenkommt, denn hier kann man natürlich nicht aneinander vorbei und es ist wahnsinnig ärgerlich, wenn dann vielleicht sogar mehrere Menschen ein paar Meter zurückgehen müssen. Ja, schließlich haben wir es auf die 3277 Meter geschafft. Normalerweise soll man hier ein episches Bergpanorama erleben können. Bei uns war es leider relativ nebelig. Beim Abstieg wurde das Wetter dann richtig schön und wir konnten sogar die Hütte sehen, von der aus wir gestartet sind. Und da wurde uns klar, dass wir noch einen richtig langen Abstieg vor uns haben.